Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich habe mein Moped wieder umgebaut. Die GoPro läuft wieder als Audioaufnahmegerät. Ihr wisst, ich brauche ja gar nichts mehr verzeihen. Genau, jetzt kommt erst einmal das Intro und dann zeige ich euch, was ich mal ohne gebaut habe oder was als Update dazu gekommen ist. Genau, mit der Zugkämme habe ich mal einen Scheinwerfer dazu gebaut. Die Folie ist noch drauf. Jetzt kommt der magische Moment von der Folie B freien. Jetzt haben wir es. Schön. Kurz was Rechtliches und dann wollen wir den einmal testen. Ich habe mit dem TÜV hab ich telefoniert, mit der Deka habe ich geschrieben gehabt. Und der TÜV hat gemeint gehabt, wenn der links und rechts und auch in der Höhe frei einstellbar ist, dann darf man Offroad nutzen. Also auf der Straße habe ich eigentlich gar nicht vor, dass ich den hernehme, sondern nur im Void, im Gelände oder wenn ich mal im Urlaub unterwegs bin. Wenn es wärmer ist, kostet er eh länger fahren. Wenn es finster wird, Kroatien zum Beispiel, ich blende mal ein Beetle eine. Mitten in der Walachei gewesen, bis um, weiß ich nicht, 10, 11 auf Nacht unterwegs gewesen. Und da wird es mit dem normalen Scheinwerfer schon ein bisschen finster. Und deswegen habe ich mir überlegt gehabt, dass ich mal einen Zusatzscheinwerfer nur aufführe. Rechtlich darfst du ihn haben. Wenn der keine E-Nummer hat, dann darf der auch neben dem Licht platziert werden. Und auch nur abseits der Straße, im Gelände, also im öffentlichen Straßenverkehr, darfst du den nicht hernehmen. Aber so erlaubt, sagt der TÜV. Der TÜV hat mir noch gesagt gehabt am Telefon, dass der keine E-Nummer haben darf. Der muss horizontal und vertikal frei einstellbar sein. Quasi, wenn ich jetzt von der Polizei zum Beispiel aufgehalten werde, dass ich sagen kann, ja, Arbeitsscheinwerfer wird fürs Arbeiten hergenommen. Und wenn ich jetzt im Wald umeinander bin und schon finster wird wie jetzt, dass ich den für diese Zwecke offiziell hernehme oder für Offroad-Zwecke, ist ja auch legitim, Enduro. Und passt auch ein bisschen dazu, finde jetzt ich. Genau, die Dekra, die findet das Ganze ein bisschen strenger. Die hat gemeint gehabt, Arbeitsscheinwerfer an Privat-PKWs. Ich blende euch hier einfach mal die E-Mail ein, dass das eher selten vorkommt und dass man das begründen muss. Und dass man da, dass ich mir da mit der Argumentation vielleicht schwer tun könnte bei einer Kontrolle. Aber wenn du mal die Camper, Freunde, EVO schaust, dort ja auch jeder zweite einen Arbeitsscheinwerfer drauf. Und für was brauchen die die? Für Gartenstuhl aufstehen oder was? Nur mal meine Meinung. Wie gesagt, ich im öffentlichen Straßenverkehr nehme ich den eh nicht her. Genau, das ist ein kleines Update. Das Kabel habe ich erst einmal nur auf der Seite Obi verlegt. Den An- und Ausschalter, den kann ich ja im Nachhinein immer noch abändern. Der ist jetzt nur mal die erste provisorische Lösung. Das muss ich noch abschneiden. Und auf der anderen Seite geht das Kabel vom Scheinwerfer einmal durch hier. Und dann habe ich links und rechts habe ich die Kabelstränge einfach hinter dem Dekor verlegt, dass man das nicht mehr sieht. Wenn ihr mal die Sitzbank aufmacht, vielleicht sieht man es ja ein bisschen. Weil ich jetzt nicht sonderlich viel Platz habe, sieht man es da ganz schön auf der Seite links. Rechts und links einfach unterm Dekor eine verlegt habe, weil da habe ich ja recht wenig Spielraum. Einfach an der Batterie angeschlossen, Kabelbaum komplett kauf gehabt, mit dem Anschluss, mit dem Stecker, mit dem Relais, mit Sicherung, allem drum und dran schon. Einfach an die Batterie ohne Klemmer und vorn, das sieht man es auch. Das ist vom Kabelbaum der Anstecker, einfach auf Anstecker vom Scheinwerfer zusammengeklipst, ist auch alles wasserdicht. Darf halt alles Hände und Fuß haben. Nachteil ist halt einfach, dass man da rechts und links die Kabel sieht. Ursprünglich wollte ich einen Scheinwerfer da oben haben, aber dann war der Blinker im Weg gewesen, dann habe ich ihn abgesetzt. Ist eine gute Lösung und mit dem Lenkeinschlag, wenn du mal schaut, geht er auch nicht an. Kann ich vorher einschlagen, kein Problem. Genau, den Scheinwerfer, den testen wir jetzt gleich einmal. Da fahren wir zu einem Spot hin. Und wie gesagt, er ist erlaubt, nur Offroad, nicht auf der öffentlichen Straße. Dann darf man den so haben, was ich jetzt rausgehört habe. Ich habe in der E-Mail und im Telefonat habe ich jetzt kein Nein gehört, dass man es nicht darf. Weil, wie gesagt, Stress, gar kein Bock. Da bin ich kein Fan davon und auf Ärger. Genau, da die Song, richten wir uns einmal zusammen. Und dann fahren wir mal zum Spot und dann testen wir den einmal. Machen wir mal einen Vergleich zwischen normales Licht und was der Zusatzscheinwerfer bringt. Genau, Leute, was ich nur vergessen habe, eine wichtige Sache noch. Wenn ihr einen extra Scheinwerfer mit dazu bauen wollt auf eurem Moped oder auch eine Arbeitsscheinwerfer ist in irgendwelcher Art und Weise, dann muss der extra geschalten sein. Quasi, das muss dann ein extra System sein, dass man den unabhängig vom
normalen Licht Scheutenko. Und die E-Nummer, warum der keine E-Nummer haben darf, wurde mir so gesagt, weil rechtlich gesehen muss das Motorrad symmetrisch ausschauen. Quasi links und rechts zwei Lichter, in der Mitte das Hauptlicht. Wenn die beiden Zusatzlichter AE-Nummer haben, dann wie gesagt rechtlich. Und weil der keine E-Nummer hat, fällt der quasi eh weg. Der Klang ist dann auf Vorderseiten. Da sind wir den hier montiert, dann brauche ich keine zwei. Dann muss das Motorrad von vorne nicht symmetrisch ausschauen, weil es dann wegfällt, was ich verstanden habe. Aber wenn die Laber, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Nur so hab's ich verstanden. Ja, man sieht, es wird zu finster, es wird kalt. Was mir aber nicht davon abhält, dass ich jetzt nur Scheiben vor zum Ende der Saison hin auf dem letzten Drucker nur ein bisschen mal anbastel. Da muss ich ehrlich sagen, so Kleinigkeiten, irgendwie so kleine Arbeiten wie andere Spiegel montieren, die Taschen montieren, Sturzbügel montieren oder auf LED-Blinker umbauen. Ich sage mal, so kleine Schönheitsarbeit. Also das finde ich schon sehr, sehr cool, wenn man auch gleich den vorher nach Effekt sieht. Ja, sag einmal. Sag einmal. Aber an lebenswichtige Organe traue ich mir jetzt nicht ohne. Wie Motor oder Getriebe, Kupplung, irgendwas einstellen, da bin ich komplett raus. Aber bei so optischen Sachen bastel ich schon sehr, sehr gern umeinander. Also das gefällt mir schon recht gut. Wenn es jetzt nicht zu kompliziert ist, finde ich schon sehr cool. Ja, Herbst tut's. Zapfig wird's auch auf den letzten Tag. Aber ist auch schön. Also Lieblingsjahreszeiten, sage ich mal Frühling, Sommer, Herbst. Bei Winter bin ich komplett raus. Aber schön auf Nacht, kann man nichts sagen. Vormittag und Mittag hat es geregnet gehabt. Jetzt ist wieder schön geworden. Aber das heutige Thema ist ja nicht das Wetter, sondern der Scheinwerfer. Deswegen beim nächsten Cut testen wir den einfach einmal. Und wenn dir dieses Video gefällt, lass gerne ein Abo da, lass ein Like da, Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Würde uns sehr freuen. Und das ist auch so mein erstes Projekt gewesen, sage ich mal, oder meine erste Erfahrung mit Zusatzscheinwerfer. Von dem her muss ich jetzt erst einmal schauen mit der Verkabelung. Ich habe zwar unterm Dekor eingelegt gehabt, aber mit dem Motor, mit der Hitze, ob da nicht irgendwas so steht. Aber das wird sich auszustellen. Was tust denn du? So, Leidels, am Spot angekommen. Fahren wir mal da durch. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Vergleich. Normales Abblendlicht, normales Fernlicht. Bisschen hoch eingestellt, den muss man noch selber hier richten. Aber das ist dann der zusätzliche Fernscheinwerfer oder Zusatzscheinwerfer. Den muss ich mal noch überarbeiten, dass der ein bisschen weiter oben schaut. Aber ansonsten, dunkel ist er nieder. Kurz einmal wenden. Leidels, Ursache, was ich noch machen muss, was mir gerade aufgefallen ist, ich muss mir den nur ein bisschen überarbeiten, dass der weiter oben schaut. Muss ich da auf der Seite links und rechts nur eine Ecke ausschneiden, weil weiter wieso geht der nicht oben? Muss ich mir nur mal dran hucken, ist ja das einzigste Manko und vielleicht Schalter überarbeiten. Aber so, ich finde den stark, ich finde den super. Ja, das war das Board. Vielleicht nicht allzu oft fahren, darf man da kaum belästigen. Auf alle Fälle, das war's jetzt mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!